Kann meine Unfallrente gekürzt werden, wenn ich eine Altersrente bekomme? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Es gibt die Fallkonstellation, dass ein Versicherter zum Beispiel wegen einem Arbeitsunfall oder wegen einer Berufskrankheit eine Unfallrente von der Berufsgenossenschaft bekommt. Die Höhe der Unfallrente ist immer abhängig von dem Grad der Erwerbsminderung, also MDE. Da gilt bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern immer der Einstieg 20% und natürlich dann auch in Abhängigkeit von dem sogenannten Jahresarbeitsverdienst. Also stellen wir uns mal vor, ich habe eine Unfallrente von 500 Euro und ich bekomme ab 1.7.2021 eine Altersrente. Kann dann meine Unfallrente gekürzt werden? Nein, natürlich nicht. Die Unfallrente kann grundsätzlich nicht gekürzt werden. Es gibt keine Einkommens- oder Hinzuverdienstanrechnung auf die Unfallrente. Das heißt also, wenn ich eine Altersrente bekomme und ich beziehe parallel dazu eine Unfallrente, dann kann die Unfallrente per se, Kraft Gesetzes, nicht gekürzt werden. Aber andersherum ist es der Fall, dass die Altersrente sehr wohl gekürzt werden kann, denn § 93 SGB VI schreibt uns vor oder sagt uns, was passiert, wenn eine Altersrente und eine Unfallrente zusammentrifft. Das war aber hier nicht die Frage, sondern die Frage war, kann die Unfallrente gekürzt werden? Nein, die Unfallrente kann bei Zusammentreffen mit einer Altersrente natürlich nicht gekürzt werden. Es gibt eine Ausnahme. Wenn die Berufsgenossenschaft feststellt, dass sie wieder spontan geheilt sind und gesund sind, dann kann natürlich die Unfallrente auch gegebenenfalls über das SGB VII, über ein Neufeststellungsverfahren, gekürzt werden. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.